Bürgernähe. Großer Andrang bei der ersten Bürgermeistersprechstunde. Einblick, Tag der Berufe bei Metallbau Henschel. Und Bilanz, Verkehrsstatistik für das Jahr 2013 vorgestellt. Nachdem alle technischen Probleme wieder behoben worden sind, heiße ich Sie recht herzlich willkommen zum Regionalmagazin am Mittwoch, etwas verspätet mit der Moderation hier aus unserem Studio. Dennoch herzlich willkommen, mit diesen Themen sind wir in der Mittwochsausgabe für Sie da. Knapp 4 Wochen ist Schönebecks neuer Oberbürgermeister Bert Knoblauch nun im Amt. Hinter ihm liegen stressige Tage mit vielen Terminen. In einer lockeren Gesprächsrunde mit Pressevertretern sprach das Stadtoberhaupt über die Anfangszeit in seiner neuen Tätigkeit, über Probleme und freudige Ereignisse der letzten Wochen. Ich bin durchweg positiv begrüßt worden, das freut mich sehr. Ich nehme diese Termine auch sehr gerne wahr, weil es doch zum einen ein Stück Bürgernähe dokumentiert, zum anderen aber auch natürlich uns und den Mitarbeitern der Stadt die Arbeit etwas einfacher macht, wenn man auf bestimmte Probleme eben hingewiesen wird. Das nehme ich natürlich sehr gern mit, nutze diese Termine auch, mich vorzustellen und meine Ziele und Ideen vorzustellen, nehme aber gern auch Ideen mit. Also von daher sind die Eindrücke der ersten Wochen durchweg positiv, natürlich auch sehr anstrengend, aber ich freue mich eben auch auf die nächsten Wochen. Die nächsten Wochen werden nicht minder stressig und anstrengend. Doch die Bürgernähe und das Wahrnehmen vieler verschiedener Termine ist wichtig, denn die Repräsentanz der Stadt ist eine der Hauptaufgaben für das Amt des Oberbürgermeisters. Dabei rückt natürlich das Privatleben und die Familie auch etwas in den Hintergrund. Ich denke, nach der Antrittsphase wird sich das eine oder andere doch auch regulieren. Gleichwohl, Oberbürgermeisterkollegen haben mir mitgeteilt, es wird sich nicht ändern. Ich soll mir also dort keine Illusionen machen. Aber ich denke schon, dass auch für die Familie etwas mehr Zeit sein wird. Derzeit ist es noch nicht so. Deswegen nochmal an dieser Stelle auch Danke an meine Familie, die mir da nicht zu sehr Vorwürfe macht. Die Kollegen von Bert Knoblauch werden für die kommenden Wochen Recht behalten. Denn für die Frühlingszeit sind viele weitere Termine geplant und müssen durchgeführt werden. Ja, im Allgemeinen haben wir für die nächsten Wochen viele Termine geplant. Der Rathauspreis ist zum einen dafür gedacht, einen Empfang des neuen Oberbürgermeisters an Ehrengäste herauszugeben. Also auch ich möchte mich dann in großer Runde nochmals vorstellen. Zum anderen wird dieser Anlass genutzt, den Rathauspreis, der ansonsten bei Neujahrsempfang zu vergeben ist, nun bei diesem Empfang des Oberbürgermeisters zu vergeben, da ja in den letzten Jahren keine Neujahrsempfänge stattgefunden haben. Wir wollen dann also gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Daneben ist neben diesem Empfang am 5.4.2014 im Tollbergsaal in naher Zukunft gedacht, diese Bürgersprechstunde hier im Rathaus wieder einzuführen. Die ist zunächst für jeden zweiten Dienstag im Monat angedacht. Und dann wird die Resonanz abgewartet werden, um möglicherweise auch diese Bürgerfragestunde auszubauen. Schon die erste Bürgersprechstunde am Dienstag, dem 11. März, hat gezeigt, dass das Interesse der Bürger sehr groß ist, um dem Bürgermeister ihre Probleme und Wünsche nahezubringen. Also, die Bürgersprechstunde ist aus meiner Sicht sehr gut angekommen. Ich habe bis jetzt, ist auch nicht zu Ende, schon einen großen Zulauf gehabt. Heute Vormittag waren 12 Bürger bei mir. Auch jetzt war schon im Nachmittagsbereich eine erhebliche Anzahl Bürger da. Und die Probleme sind doch sehr vielschichtig. Momentan kann ich einen Teil mir nur anhören. Einen Teil nehme ich auf jeden Fall mit, um sie zu klären. Leider kann ich nicht bei allen Problemen helfen. Aber ich sehe zumindest, dass die Bürgerfragestunde und Bürgersprechstunde erhebliche Bedeutung hat und dass die Wiedereinführung doch berechtigt war. Und das werde ich natürlich auch in Zukunft so weiter fortführen. Die große Resonanz zeigt aber auch, dass die Sprechstunden auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil in der Arbeit von Bert Knoblauch sein werden und dass die Bürgernähe für eine Stadt nach wie vor sehr wichtig ist.
An dieser Stelle kommen wir zu unserem Zuschauerfoto, heute eingesendet von Gordon Richter. Es zeigt einen wunderschönen Sonnenuntergang. Vielen Dank für die Zusendung dieses Bildes. Möchten auch Sie einmal mitmachen? Dann schicken Sie uns doch Ihr Bild per E-Mail an redaktion@elbemedien.de. Wir kommen zum Pressegespräch mit Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Zahlreiche Pressevertreter waren dem Aufruf des Bürgermeisters gefolgt und es wurde sich unterhalten über zahlreiche Themen. Natürlich waren wir auch dabei und haben einige Neuigkeiten erfahren. Am Freitag, dem 7. März, trafen sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr des Stadtteils Elbenau zu ihrer alljährlichen Hauptversammlung. Unter modernem Medieneinsatz wurden die Aktivitäten des Jahres 2013 ausgewertet. Ein Themenschwerpunkt der Veranstaltung lag auf dem Juni-Hochwasser, welches die Schönebecker Kameraden besonders gefordert hatte, sodass 18 Mitglieder vom Kreisbrandmeister Klaus-Ulrich Robitsch mit der Fluthelfernadel 2013 ausgezeichnet wurden. Auch der an diesem Abend anwesende Oberbürgermeister Bert Knoblauch wusste die Arbeit der Kameraden zu schätzen. 10 Einsätze, immerhin auch eine großartige Arbeit beim Hochwasser. Auch dafür vielen Dank für die Unterstützung und auch dafür, dass Grüne Weide Elbenau insbesondere auch gehalten werden konnte. Auch die Jugendfeuerwehr, welche im vergangenen Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feierte, erfreut sich großer Beliebtheit. Deren Mitgliederzahl ist mittlerweile auf insgesamt 11 Kameraden angewachsen. Wie man sieht, haben wir steigende Zahlen. Ich bin gespannt, wann die Kinderzahlen dann die der Aktiven überholt. Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehren in Schönebeck nimmt kein Ende. In dieser Woche ist es dann noch einmal die Feuerwehr Plötzki, welche am Freitagabend noch einmal zusammenkommt. Allerdings wollen wir jetzt von der Zusammenkunft der Feuerwehr aus Elbenau berichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Im Bürgerpark Salineinsel wurde am 12. März ein Gedenkstein übergeben. Dieser ist im Andenken an den Schönebecker Apotheker, Chemiker, Entdecker und Unternehmer Karl Samuel Leberecht Herrmann offiziell übergeben worden. Einen genauen Bericht zu diesem Thema gibt es in einer der kommenden Sendungen hier im Regionalmagazin. Die Stadtverwaltung Schönebeck teilt mit, dass dringende Reparaturarbeiten an der Fahrbahn auf dem Friedhofsweg ab dem 10. März 2014 durchgeführt werden müssen. Diese Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich 1 bis 2 Wochen andauern. Aufgrund des Umfanges der Arbeiten ist für diesen Zeitraum der Friedhofsweg nur als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Altfrohse-Frohser Brücke zu befahren. Einige Zufahrten zu den Grundstücken, die im Baufeld liegen, werden nicht zu benutzen sein. Parkmöglichkeiten sind im näheren Umfeld vorhanden. In Anbetracht der Lösung dieses Problems bittet die Stadtverwaltung um Verständnis. Die Stadt Schönebeck informiert, die Volksschwimmhalle einschließlich der Sauna bleibt am Samstag, dem 22. März ab 11 Uhr geschlossen. Grund ist ein Schwimmwettkampf des Schönebecker Sportvereins 1861 e.V. Es wird um Verständnis gebeten. Am Nachmittag des 8. März wurden im Rahmen einer öffentlichen Festveranstaltung 6 Frauen für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement mit der Vergabe des Preises Salzlandfrau 2014 geehrt. Bei der Verleihung dieses Ehrenpreises Salzlandfrau 2014 konnten im Rahmen der diesjährigen Festveranstaltung 4 Preise verliehen werden. Karin Brandt aus Bernburg bekam den Preis in der Kategorie Politik, Susanne Giest aus Kalbe bekam ihren Preis in der Kategorie Gesellschaft, Edeltraut Werner aus Aschersleben im Bereich Soziales. Des Weiteren wurden Sonderpreise für Ingrid Frank im Bereich Sport und für Elli Schulze für ihr Lebenswerk vergeben. In den letzten Wochen sind im Salzlandkreis vermehrt falsche 20- und 50-Euro-Scheine aufgetaucht. Die Gelder wurden überwiegend erst in einer der Kontrollmaschinen der öffentlichen Banken festgestellt und aussortiert. Was den Schluss zulässt, dass die Fälschungen, sogenannte Falsificate, entweder sehr gut sind oder die Bürger dem Falschgeld zu wenig Beachtung schenken. Somit gilt der Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Scheine genauer zu kontrollieren und auf die Sicherheitsmerkmale zu achten. Im Frühjahr dieses Jahres wird ein Baumschnitt an Jungbäumen in Schönebeck durchgeführt. Dadurch sollen die Bäume gepflegt und ein Lichtraumprofil für den Verkehr entstehen.
Es werden Straßenbäume unter anderem in der Moskauer Straße, der Leipziger Straße, der Friedrichstraße, der Eggersdorfer Straße und der Magdeburger Straße sowie Einzelbäume in der Pfennerstraße, der Heinrich-Heine-Straße und der Thälmann-Brücke durch eine Fachfirma beschnitten. Die Stadt Schönebeck veräußert am Dienstag, dem 1. April 2014 im Breiteweg 18 in der Zeit von 16 bis 18 Uhr 9 Pfundfahrräder. Im Einzelnen werden 5 Damenfahrräder, ein Herrenrad, ein Mountainbike und 2 Trekkingfahrräder angeboten. Jedes Pfundfahrrad ist mit einer laufenden Nummer und dem Preis versehen. Der Preis ist vor Ort und in bar zu entrichten. Der Erwerb des Pfundfahrrades wird durch einen Kaufvertrag dokumentiert. Ein Versand ist nicht vorgesehen. Am Donnerstag, dem 6. März, hatten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schönebeck die Möglichkeit, sich mit dem SPD-Landratskandidaten Markus Bauer zu einer Bürgersprechstunde in dem SPD-Bürgerbüro in der Pfennerstraße 35 zu treffen. Hier konnten Fragen und Probleme rund um Schönebeck und auch Ideen für eine bessere Zukunft für die Stadt an der Elbe besprochen werden. Die Resonanz war nicht so positiv, wie sich Markus Bauer das erhofft hatte. Für die zukünftigen Termine am 20. März, am 10. April, am 24. April, am 15. Mai und am 22. Mai haben die Bürger die Möglichkeit, sich mit der Landtagsabgeordneten Petra Grimbenne und dem Landratskandidaten Markus Bauer zu einer Bürgersprechstunde in der Pfennerstraße zu treffen. Mit dem Monat März beginnt auch wieder die Zweiradsaison. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass seit dem 1. März 2014 wieder die neuen Versicherungskennzeichen für das laufende Jahr gelten. Die neuen Kennzeichen bestehen aus schwarzer Schrift auf weißem Untergrund. Im Rahmen von Verkehrskontrollen durch die Polizei wurden am 1. März-Wochenende wieder verstärkt Zweiradfahrer und ihre Fahrzeuge überprüft. Hierbei gab es im Bereich Schönebeck nichts zu beanstanden. Alle Motorradfahrer verhielten sich konform der Straßenverkehrsordnung. Ihre fahrbaren Untersätze befanden sich in einem technisch einwandfreien Zustand. Durch die Aktion 50-50-Taxi kommen seit Jahren junge Menschen am Wochenende nach der Disco sicher nach Hause. Sponsoren übernehmen bei den sogenannten Taxitickets die Hälfte der Kosten und schaffen so Anreize, nach abendlichen Ausflügen das Taxi für die Heimreise zu nutzen. Das Projekt, welches sich an Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahre richtet, soll auch in diesem Jahr fortgeführt werden. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Soweit die Kurznachrichten für die Mittwochsausgabe. An dieser Stelle gebe ich ganz kurz ab in die Werbung. Danach möchten wir zum Tag der Berufe ein wenig mehr Informationen hier im Regionalmagazin vermitteln. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen wie immer höchste Ansprüche an unsere Herstellung und natürlich den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schweinefilet 100 Gramm zu 80 Cent, Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 55 Cent, Bockwurst 100 Gramm zu 50 Cent und Schinkenspeck 100 Gramm zu 90 Cent. Seit 19 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Ich gehe kicken beim Schönebecker SV 1861. Wir gehen ins Konzert zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Wir gehen zum Treff zum Schreien. Wir gehen zur AWO Kindertagesstätte. Ob Kultur, Sport oder Soziales, die Erdgas Mittelsachsen GmbH ist für Sie immer ein zuverlässiger Partner. Danke, EMS. EMS, Energie mit Service. Erdgas und Strom sind unser Geschäft. Jetzt anrufen und sparen. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ.
Sie möchten sich in den kommenden Jahren nicht mehr mit den schwankenden Strompreisen beschäftigen? Seit dem 1. Juni 2012 können Sie mit SWS Transparent Strom langfristig planen und werden zu günstigen Konditionen beliefert. Wir bieten Ihnen unsere Strompreisgarantie auf den stabilen Stadtwerkeanteil. Wahlweise bis 2014 oder 2015. Ausgenommen sind die Anpassungen der staatlichen Abgaben aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, die § 19 Strom-NEV-Umlage und die Offshore-Haftungsumlage. Zusätzlich bieten wir Ihnen einen Laufzeitrabatt für das jeweilige Produkt, maximal 0,714 Cent je Kilowattstunde, bei Vertragsabschluss mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2015. Denken Sie heute schon an morgen. Für unser neues Produkt SWS Transparent Strom können Sie zusätzlich die Option Ökostrom wählen. Hier erhalten Sie Ihren Strom aus 100% erneuerbaren Energien aus Wasserkraft. Der Arbeitspreis erhöht sich für unser Ökostromprodukt nur um 0,75 Cent je Kilowattstunde. Haben Sie noch Fragen? Wir begrüßen Sie gerne im Stadtwerkehaus in der Friedrichstraße 117 in Schönebeck oder beraten Sie telefonisch unter 03928 788 688. Weitere Informationen finden Sie im Web unter stadtwerke-schönebeck.de. Die Salzperle, das neue Stadtmagazin für Schönebeck, ist da. Schick verpackt bietet es Interessantes zum aktuellen Stadtgeschehen, Informationen zu kommenden oder schon vergangenen Veranstaltungen, Tipps und Tricks rund ums Leben, eine Fotogalerie und vieles mehr. Und das alles bekommen Sie kostenlos in vielen Geschäften, aber auch direkt in unserer Geschäftsstelle der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck können Sie sich Ihre Salzperle kostenlos abholen. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere Informationen gibt es im Web unter salzperle.de. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück aus der Werbung. Wie versprochen geht es weiter mit dem Tag der Berufe. Dazu besuchten wir das Unternehmen Metallbau Henschel in Turnitz und das sind die Aufnahmen, die wir eingefangen haben. Auf Initiative der Bundesagentur für Arbeit fand am Mittwoch, dem 5. März 2014, der Tag der Berufe statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten sich interessierte Jugendliche unter anderem bei der Firma Henschel Metallbau in Turnitz über Ausbildungsberufe im Metallbereich informieren. Das Unternehmen ist ein namhafter Zulieferer für nationale und internationale Kunden. Treppen, Geländer, Fußgängerbrücken, Hallenbau, Industriezulieferer und Maschinen für die Landtechnik. Das Leistungsspektrum ist bei Metallbau Henschel sehr groß. Angefangen hat das Unternehmen im Jahre 1950 mit 3 Mitarbeitern und beschäftigt derzeit 77. Aktuell bildet Henschel Metallbau 6 Auszubildende in den Berufen technischer Zeichner und Metallbauer mit der Fachrichtung Konstruktionstechnik aus. In großer Runde stellten sich Firmenchef Eckhard Henschel, Meister Marcel Pessler, Projektleiter Andreas Mietner, Nikolas Leitner, Kundenbetreuer der IKK Gesund Plus aus Schönebeck, sowie Bianca Hantel, Arbeitsvermittlerin für Arbeitnehmer von der Bundesagentur für Arbeit vor. Nach der Vorstellungsrunde konnten die Jugendlichen noch Fragen stellen. Als Ehrengast war Dr. Gunnar Schellenberger geladen, der in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter der CDU und als Vorsitzender für den Ausschuss Bildung und Wissenschaft verantwortlich ist. Auf einem Rundgang über das Firmengelände konnten potenzielle Azubis erste Einblicke in die Arbeitsabläufe und den Maschinenpark der Firma Henschel nehmen. Das lockerte die Atmosphäre zunehmend auf, sodass die Experten anschließend bei Kaffee und Kuchen zahlreiche Fragen beantworten mussten. Hauptanliegen der Jugendlichen war die Frage, warum sie zur Berufsschule nun immer nach Aschersleben müssen. Dr. Gunnar Schellenberger erklärte ihnen, dass aufgrund des demografischen Wandels nicht mehr jeder Ausbildungsberuf an den Berufsschulen des Salzlandkreises angeboten werden kann. Es gibt einfach zu wenig Auszubildende im Einzugsgebiet der einzelnen Schulen. Ein erfolgreicher Tag für Schüler, Unternehmer, Ausbilder und die teilnehmenden Unternehmen.
Statistiken sind natürlich immer ein wichtiges Thema für zahlreiche Behörden als auch Unternehmen. Die Statistik, welche wir Ihnen nun präsentieren möchten, hat mit dem Thema Verkehr und Unfall zu tun. Denn der Salzlandkreis, genau gesagt die Polizei im Salzlandkreis, notiert sich nämlich jeden Verkehrsunfall, jedes Geschehen, was auf den Straßen und Parkplätzen so passiert. Zusammengefasst ergibt das ganz viele Zahlen, die wir Ihnen an dieser Stelle präsentieren möchten. Im Salzlandkreis kommt es jedes Jahr immer wieder zu mehreren Unfällen, verursacht durch Auto- und Fahrradfahrer. Jeder einzelne von ihnen wird notiert und am Ende des Jahres zusammengefasst. Es wird berichtet, wie oft es auf den Straßen gekracht hat. Die polizeiliche Statistik für den Salzlandkreis wurde am 4. März in Bernburg vorgestellt. Die erste Bilanz ist, dass es 2013 19 Unfälle mehr mit Sachschaden und 21 mehr mit Personenschaden im Salzlandkreis als im Vorjahr 2012 gab. Im längeren Zeitraum gesehen ist Bernburg der Ort mit den meisten Verkehrsunfällen. Hier ist die Zahl um 106 auf 1799 gestiegen. Schönebeck liegt an zweiter Stelle. Hier ist die Zahl der Unfälle um 37 auf 1570 gestiegen. In 152 Fällen wurden in Schönebeck die Personen leicht verletzt, 51 schwer und eine Person wurde getötet. Im gesamten Salzlandkreis wurden 516 Personen leicht verletzt, 168 schwer und 3 starben. Die meisten Verunfallten waren im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Personen um 10 gesunken. Bei den 15- bis 18-Jährigen ist die Zahl jedoch um 6 gestiegen. Die Hauptursachen sind Vorfahrtsfehler, zu hohe Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer. Während es bei den Vorfahrtsregeln 4 Zusammenstöße weniger, also nur noch 469 waren, sind es hingegen bei der Geschwindigkeit 73 mehr und somit 328. Auch bei Alkohol ist die Zahl um 15, also auf 116 gestiegen. Es kommt auf den Straßen jedoch nicht nur zu Vorfällen zwischen Autofahrern, sondern auch zwischen Radfahrern. Im Salzlandkreis gab es 2013 insgesamt 237 Situationen, in denen ein Radfahrer verunglückte. Davon haben 125 Radfahrer den Unfall verursacht. Eine positive Bilanz ist, dass die Zahl der Verkehrsunfallfluchten um 27 gesunken ist. Weitere zusammengefasste Zahlen sind die Anzahl der folgelosen Trunkenheits- und Drogenfahrten. Diese liegt bei 388 Personen. 1026 Strafanzeigen Straßenverkehr konnten im Jahre 2013 geschrieben werden. Die Zahl der allgemeinen Ordnungswidrigkeitsanzeigen liegt bei 10.570. Verwarnungen mit Verwarngeld wurden 8.269 Mal ausgeschrieben und die Anzahl der Geschwindigkeitsstunden liegen im Salzlandkreis bei 3.932 Stunden. Wie immer in der Mittwochsausgabe möchten wir auch heute unser Medium der Woche präsentieren. Eine ganz kurze Vorstellung, danach kommt sie, die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Sie gehen mir unter die Haut. Peter Maffay und Band veröffentlichen ihr neues Rockalbum. Wenn das so ist, wird das 23. Studioalbum im 44. Jahr einer in Deutschland beispiellosen Karriere werden. Wer liebt, wer glaubt nicht an das Ende. Was macht das neue Studioalbum aus? Das ist leicht gesagt. Spielfreude auf höchstem Niveau. Neues Spiel, neues Glück, weil es immer auf der Fall geht. Blick nach vorn und nicht zurück, weil du immer noch am Ruder bist. Der Opener Niemals war es besser, ein Track, der an Schatten in die Haut tätowiert, vom 84. Album Carambolage erinnert, skizziert deutlich die Richtung, in die es geht und macht klar, wo Peter Maffay und seine Musiker stehen. Wir müssen uns nicht mehr beweisen, wir sind genau, wie wir sind. Die Welt da draußen wartet nur auf mich. 100 Pferde stürmen mit mir durchs Morgengrauen. Wir genießen unsere Reise, weil wir längst angekommen sind. Dem ist kaum etwas hinzuzufügen. Maffay 2014 rockt unbeschwert und international drauf los.
Vom epischen bis zum Schluss mit seinem Pearl Jam gefärbten Einstieg und dem tragenden Carl Carlton Solo über das extrem groovige und funkige Ich weiß nicht warum mit Weltstar Everett Harp und Saxophon bis hin zum gefühlvollen Schwarze Linien mit Pascal Kravis am Klavier decken die Songs eine enorme Bandbreite ab. Peter Maffay und Band, wenn das so ist, 13 Titel beim Elbe-Kanal als Medium der Woche. Berlin, wenn ich sterben kann. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Möchten Sie diese CD gewinnen, dann müssen Sie jetzt bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Wie immer gibt es eine Frage, die Sie richtig beantworten müssen. Auch heute möchte ich von Ihnen wissen, was war denn am zurückliegenden Samstag für ein besonderer Tag? Mit der richtigen Antwort ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de. Sie können uns auch gern persönlich besuchen, darüber freuen wir uns sicherlich gern. Mit der richtigen Antwort dann einfach hier bei uns an der Information melden und vielleicht sind Sie ja dann einer der glücklichen Gewinner. Gewinnen kann man auch jetzt hier bei uns, denn es kommen unsere Veranstaltungstipps mit zahlreichen Freikarten. Vom 14. bis 16. März kommen alle Wassersportfans wieder auf ihre Kosten, denn dann findet die 15. Magdeboot in der Magdeburger Messe statt. Zur Jubiläumsmesse wird der besondere Fokus auf den Wassersporttourismus gelegt. Schließlich liegt neue Reviere entdecken und mit Freunden oder der Familie den Urlaub auf dem Wasser zu verbringen im Trend. Ein besonderes Highlight der Magdeboot in diesem Jahr ist die große Jubiläumstombola. Es lohnt sich also doppelt, die Jubiläumsmesse an der Elbe zu besuchen. Geöffnet ist die Messe an allen drei Messetagen von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.magdeboot.de. Die Schützengilde Hubertus Eggersdorf e.V. lädt am 15. März zum 10. Familienschießen ein. Von 9 bis 15 Uhr kann auf dem Schießstand im Sport- und Freizeitzentrum Bördeland Eggersdorf geschossen werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 12 Jahre. Die drei erstplatzierten Familien erhalten einen Pokal. Weitere Informationen findet man im Internet unter www.sgi-hubertus-eggersdorf.de. Die SPD-Landtagsabgeordnete Petra Grimbenne und der SPD-Landratskandidat Markus Bauer laden jeweils am Donnerstag, dem 20. März und 22. Mai alle Bürger zu einer Bürgersprechstunde ein. Im SPD-Bürgerbüro in der Pfennerstraße 35 stehen die Abgeordneten in der Zeit von 17 bis 18 Uhr für Fragen zur Verfügung. Weitere Bürgersprechstunden mit Markus Bauer finden jeweils Donnerstag, den 6. März, den 10. April und 15. Mai ebenfalls von 17 bis 18 Uhr statt. Es wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 03928 76 9343 gebeten. Die Naturschutzbehörde des Salzlandkreises hat in den letzten Tagen die Amphibienzäune aufgebaut, da bei den derzeitigen milden Temperaturen mit Wanderungen von Fröschen, Molchen und Kröten zu rechnen ist. So auch an der Kreisstraße nach Anis. Der NABU lädt alle Helfer zur Aktion Krötentaxi ein. Es findet am 22. und 23. März und auch am 29. und 30. März jeweils ab 9 Uhr statt. Treffpunkt ist am Amphibienzaun an der Kreisstraße nach Anis. Was macht der Pförtner des Kanzleramtes, wenn er allein zu Hause ist? Schneidet er sich die Zehennägel? Lässt er sich mittels Fernbedienung die Poller Ballett tanzen? Durchleuchtet er sich selbst im Nacktscanner? Falsch, er regiert. Und zwar durch. Er schreitet mit dem Diktator von Absurdistan die Ehrenkompanie ab, scheißt den Kanzleramtsminister mehrmals am Tag zusammen und sagt in Politlaborshows nichts, aber formuliert es treffend. Der Kabarettist Lothar Bölk alias Pförtner im Fernsehkabarett Kanzler am Forte D stellt sich in seinem neuen Bühnenprogramm als eben der Pförtner selbst im Dienst als Kanzler.
Lothar Bölk, der Louis Defini des deutschen Kabaretts, steckt im Kanzleramt zwischen Tür und Angela. Karten für dieses unterhaltsame Programm gibt es ab sofort in den Stadtinformationen am Markt 21, am Soloturm im Kurpark sowie an der Abendkasse. Am 9. April ist Johnny Hill mit seiner aktuellen Lesung Johnny Hill eine Stunde lang privat im Solopark Schönebeck zu Gast. In seinen ca. 70-minütigen Programmen erzählt er unter anderem über seinen beruflichen Werdegang, seine Familie und wie sein Hit Ruf Teddybär 1-4 entstand. Der Vorverkauf hat begonnen, sichern Sie sich schnell Ihre Karte für diese Veranstaltung. Entweder bei der Stadtinformation am Markt 21 oder am Soloturm im Kurpark. Im Salzlandkreis findet in der Zeit vom 9. bis 11. Mai die Jägerprüfung 2014 statt. Die Prüfung setzt sich aus einer schriftlichen, einer mündlich-praktischen Prüfung und dem jagdlichen Schießen zusammen. Anträge auf Zulassung zu der Prüfung sind für die einheimischen Prüflinge und Jagdschulen am 21. März von 9 bis 12 Uhr im Kokturhof Schönebeck, untere Jagdbehörde Haus 1, Zimmer 213 und 212 zu stellen. Weitere Informationen bekommen Interessierte unter den Telefonnummern 03471 684 1375 und 03471 684 1361. Nach dem großen Erfolg der Pyro Games im Sommer 2013 geht die Reihe in diesem Jahr weiter. Vier der deutschlandweit besten und preisgekrönten Feuerwerksexperten treten am 9. August diesen Jahres im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg im Duell gegeneinander an. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm verzaubert das Publikum. Ein weiteres Highlight ist neben dem Feuerwerk eine Licht- und Lasershow. Der Elbe-Kanal verlost zusammen mit der A&O Pyro Games GmbH 3x2 Freikarten für dieses Event. Wenn Sie bei den Pyro Games 2014 dabei sein möchten, dann rufen Sie jetzt unter der Telefonnummer 03928 405770 an und mit ein bisschen Glück sind Sie am 9. August einer der Besucher des großen Feuerwerksspektakels in Magdeburg. Am 10. August 2014 wird dafür gesorgt, dass niemand farblos nach Hause geht. Während ausgewählte DJs für eine super Stimmung sorgen, wird stündlich der Countdown eingeläutet, bei dem das Farbpulver auf die begeisterte Menge herabrieselt. Um die Farbe optimal in Szene zu setzen, wird weiße Kleidung empfohlen. Das älteste und freundlichste Fest wird zum Sommertrend des Jahres. Die Rede ist natürlich vom Holi Festival. Der Elbe-Kanal verlost zusammen mit der A&O Pyro Games GmbH 3x2 Freikarten für dieses Event. Wenn Sie beim Festival der Farben dabei sein möchten, dann rufen Sie jetzt an unter 03928 405770 und sichern sich Ihre Karten für das farbenfrohe Fest im Sommer 2014. Karl Orff und Giuseppe Verdi treffen in einem Open-Air-Konzert am 16. August dieses Jahres aufeinander und entführen in die fabelhafte Welt der klassischen Musik. Licht- und Laserartist Jürgen Martkowitz kreiert zu den Melodien ein optisches Spektakel voller Brillanz und Farbe. In Zusammenarbeit mit der A&O Pyro Games GmbH verlost der Elbe-Kanal 3x2 Freikarten für diese Veranstaltung am 16. August. Rufen Sie uns einfach an unter der 03928 405770 und mit etwas Glück sind Sie bei diesem Klassikkonzert der Extraklasse dabei. Dies waren unsere Veranstaltungshinweise mit den zahlreichen Freikartenverlosungen. Möchten Sie dabei sein und diese Karten gewinnen, dann rufen Sie doch einfach an oder schreiben uns eine E-Mail. Ganz wichtig, das Stichwort nicht vergessen. Und wer dann gewonnen hat, das geben wir dann in den kommenden Wochen hier im Regionalmagazin bekannt. Gewonnen haben wir in dieser Woche auf jeden Fall, nämlich an ein wenig Hautfarbe, denn die Sonne war an jedem Tag präsent. Zum Wochenende versteckt sie sich wieder ein bisschen, doch das ist nicht so schlimm, denn die Temperaturen bleiben relativ mild. Sie ahnen es sicherlich, hier kommt sie, die Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck.
Die Wochenmitte ist erreicht und es wird wieder ungemütlicher. Während am Donnerstag und Freitag noch die Sonne scheint, ziehen am Samstag wieder leichte Regenwolken auf. Die Temperaturen liegen meist zwischen 9 und 16 Grad am Vormittag, steigen im Laufe des Nachmittages aber immer wieder leicht an. So wird der Donnerstag nochmal sonnig bei Werten um die 16 Grad. Im Verlaufe des Abends steigen die Temperaturen leicht auf 17 Grad an. In der Nacht bleibt es klar, die Werte sinken auf 7 Grad. Auch der Freitag startet mit milden 15 Grad und in den Mittagsstunden wird es sogar noch sonnig dazu. Zum Abend hin ziehen dann die ersten Wolken auf, aber die Temperaturen bleiben bei 17 Grad. Auch in dieser Nacht werden die Temperaturen auf 7 Grad heruntersinken. Ein Blick in die Sterne ist in dieser Nacht nicht möglich. Maximal 10 Grad am Mittag und 11 Grad am Abend. So präsentiert sich der kommende Samstag. Man sollte den ganzen Tag über mit Wind und leichten Regenschauern rechnen. Deswegen wäre es nicht verkehrt, an diesem Tag immer einen Regenschirm dabei zu haben. Die Werte kühlen in der Nacht auf ca. 5 Grad herunter. Auch wenn der Samstag mit Wolken und Regen daherkommt, verspricht der Sonntag wieder sonniger zu werden. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und somit bedanke ich mich bei allen Zuschauern fürs Einschalten, Reinklicken oder Handy-App einschalten. Das war unser Regionalmagazin am Mittwoch. Ich bedanke mich bei allen, wünsche noch einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut, Ihr Christian Kolbe.